Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nun, da ich das Video jetzt auch gesehen habe, in dem Nike Allah, den Namen unseres Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, unter die Sohle verfrachtet hat, ich wusste das leider auch nicht, und ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht. Und als ich mir das genauer angesehen habe, habe ich das natürlich auch genau angeschaut. Auf den ersten Blick ganz harmlos, Air Max. Aber wenn man das einmal umdreht, ja, dann kann man hier deutlich sehen, dass hier Allah steht. In arabischer Sprache. So, und Khair inshallah, wie gesagt, die Schuhe bei mir jetzt zum Beispiel, die sind genau einen Monat alt, dreimal getragen, haben mich ungefähr 100 Euro gekostet. Man sieht das noch, sehr schön, sehr neu. Eigentlich schöne Schuhe. Aber, hier sieht man es halt sehr deutlich. Ja, mach mal zum Legen, hier ist das Alif, Lam, Allah. So. Und weil das so ist, habe ich mir Messer besorgt. جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته الله 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.